Moin und herzlich willkommen zum Figurmacher-Podcast On Demand. Das bedeutet, dieses Live-Video wird auch als Podcast erscheinen bzw. umgewandelt werden. Also macht euch da keine Gedanken, wenn ihr dann vielleicht nicht seht oder vielleicht beim Live-Video, wie es üblich ist, vielleicht eine Frage beantwortet, dann einfach mitdenken oder umdenken. Bedeutet, dieses Live-Video wird auch ohne Ton erscheinen. Ja, mein Thema heute, hört auf, die Dicken zu hänseln. Das sagt gerade einer wie ich, der Figurmacher. Und der Figurmacher ist ja nicht nur dazu da, um Leuten Figur zu machen, sondern auch um Leuten Kraft zu geben, um Leuten mentale Kraft zu geben, also Leute immer eine gute Figur zu machen. Und ich komme auf dieses Thema, weil ich immer mehr, Gott sei Dank, ganz normale Menschen im Coaching habe. Es gibt Leute, die schreiben mich an und so fragen, so sag mal, kannst du mich auch coachen? Denn ich bin ja gar kein Bodybuilder, ich bin ja gar kein Fitness-Enthusiast oder wie auch immer. Kannst du mich dann auch coachen? Hast du auch Hilfe für mich? Ja, natürlich. Das, was ich gemacht habe mit den Bodybuildern, ist ganz einfach, dass ich die Bodybuilder, die sind sehr konsequent in der Ernährung und sehr konsequent im Leben. Das heißt, wenn man denen Ernährungspläne aufgeschrieben hat, dann haben die das auch gemacht und dann konnte man sehr gut lernen oder ich konnte auch lernen, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert mit irgendwelchen Makroverteilungen oder auch Kalorien und Training und so weiter. Das heißt also, Bodybuilder mache ich ganz, ganz selten, nur noch vielleicht ein, zwei im Jahr. Der Rest sind ganz normale Menschen. Eigentlich nicht ganz normal, weil das, was ich lese, warum Menschen schwer geworden sind, ist schon echt eine harte Nummer. Und deswegen ein Aufruf, hört auf, die Dicken zu hänseln. Die können da echt nichts dafür teilweise. Man müsste ihnen eigentlich eher einen Arm nehmen und mal helfen und ein bisschen Bestätigung geben und nicht noch zu ärgern. Ich habe sehr viele Berichte in letzter Zeit bekommen halt von Menschen, die halt, ich sag einfach mal, gehänselt werden. Gerade jetzt ein aktueller Fall einer Frau, die auch noch sehr viele hormonelle Probleme hat, PCO, also Insulinresistenz und so weiter. Und was die mir geschrieben hat, dass selbst ihre Mutter hat gesagt, die waren einkaufen. Und die hat dann zu ihrer Tochter gesagt, bitte geh mal von mir weg. Ich möchte nicht, dass jemand anders, das war wohl ein Bekannter oder ein Mann, wie auch immer, dass der sieht, wie du aussiehst. Ich möchte nicht, dass jemand sieht, dass ich so eine dicke Tochter habe. Und wenn ich dann sowas lese und sehe, dass die zu schwer sind, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie zu viel essen, sondern die haben eigentlich gar kein anderes Ventil. In dem Fall, wenn die eigene Mutter schon das Kind hänselt, ist schon eine harte Nummer. Das, was ich auch noch immer wieder lese, in den ganzen Berichten, die ich bekomme, und da geht es bei mir durch. Ich schaue gerne mal kurz rein. So, seid ihr noch da? Da war gerade ein Anruf zwischendurch. Ich muss das Handy gleich mal umstellen. Was ich dann auch noch sehe, ist, dass Kinder, meistens Mädchen, in der Jugend vom Vater, Stiefvater oder Verwandten sexuell missbraucht werden. Dass die dann natürlich irgendeinen anderen Ausgleich suchen, ist auch klar. Da muss man nicht sagen, die fressen zu viel, die haben einfach zu wenig Liebe, zu wenig Bestätigung. Oder auch Kinder, ich weiß gar nicht, warum Eltern zu Kindern so grausam sein können. Kind kommt nach Hause und bringt eine 2 mit. In Mathe. Und dann sagt die Mutter, eine 2? Gab es denn noch jemanden, der eine 1 hatte? Und sagt sie, ja, es gab noch 2, die hatten eine 1. Und dann sagt die Mutter, ja, wieso hast du keine 1? Als ob eine 2 nicht gut wäre. Das Mädchen kommt nach Hause, hatte zum Muttertag was gebastelt in der Schule. Und die Mutter sagt, was ist das denn für ein Scheiß? Und schmeißt das weg, was das Kind gebastelt hat. Und diese Menschen suchen dann meistens ihre Liebe im Kühlschrank oder ihre körperliche Wärme. Und denke ich auch immer nur, ey, wie kann man so grausam sein? Wieso machen die das? Und es geht natürlich weiter, auch in der Jugend. Ja,
Ich habe auch eine Dame, die werde ich nie schlank bekommen, weil die war mal schlank mit 49 Kilo, nimmt 2 Kilo zu in der Partnerschaft und der Mann sagt, du bist aber fett geworden. Ja, was macht die? Geht sofort auf Fastenkur wegen 2 Kilo, hat schlechte Laune und der Typ trennt sich und dann geht das Frustfressen los. Also, was ihr den Menschen da antut, ich weiß, ob den Leuten das überhaupt bewusst ist, weiß ich gar nicht. Weil ich habe da nachher, nicht nur ich, also ich ja nicht so viel, ich mache ja mit emotionalem Essen schon so ein bisschen nebenbei, aber ich bin da kein Experte, da gibt es sicherlich viel, viel bessere Experten. Aber ich merke das so, dass bei den meisten Menschen nicht die Ursache darin zu finden ist, dass sie irgendwie nicht wissen, was sie essen sollen, sondern sie wissen nicht, wie sie mit diesen Beleidigungen, mit Problemen, mit seelischen Grausamkeiten, nenne ich das mal, umgehen können. Und jetzt habe ich auch wieder was gehabt, da sagt irgendjemand, ja, du bist nicht liebenswert oder was auch immer. Ne? Und das sind so Sachen, die höre ich jeden Tag in den 1-zu-1-Coachings oder halt auch, wenn ich mit den Leuten schreibe, was da eigentlich hintersteht. Und da brauche ich jetzt nicht der größte Makronährstoffverteiler der Welt sein. Das sind ganz andere Probleme. Und deswegen nur mal so eine kleine Anregung, was ich alles so mache in meiner Zeit und beziehungsweise an euch auch. Habt ihr Ähnliches erlebt oder vielleicht seid ihr sogar da rausgekommen? Vielleicht wart ihr auch so, hattet auch solche seelischen Grausamkeiten. Also, da war eben eine Anfrage. Hattet auch seelische Grausamkeiten, wo sowas passiert ist? Achso, hier steht traurig. Ja, ja, nach dem Besseren mit der 1 ist so. Einfach stolz sein. Das scheint für manche nicht so einfach zu sein. Genau. Also, das sind so Sachen, mit denen ich mich auch beschäftige. Also, habt keine Angst, euch bei mir zu melden. Ihr müsst kein Bodybuilder oder Bodybuilderin sein. Ich helfe auch ganz normalen Menschen. Ich glaube, damit habe ich das mal ein bisschen aufgeklärt, diesen Mythos über mich und meine Arbeit. Heute kämpfe ich mit ein paar Damen, die dieses PCOS haben, Polycystovarien-Syndrom, das heißt diese Zysten, die dann Insulin und Androgene produzieren, wo es dann sehr schwer wird, abzunehmen. Ja, das ist meine tägliche Arbeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, wie es bei euch, ob ihr müsst ja nichts schreiben, genau was ihr erlebt habt, sondern einfach, vielleicht seid ihr da irgendwie rausgekommen, vielleicht habt ihr da Lösungsansätze, wäre für mich auch mal interessant. Bis dahin, ich mache weiter, schöne Zeit, euer Andreas Scholz.